Guten Tag, Heimmotor. Na? Wie geht's dir? Irgendwie geht der Multichat nicht mehr, der ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, was da los ist. Scheiß PC, sag ich dir. Markus, moin. Na? Alles gut? Da müssen wir es so machen wieder, ne? Dann muss ich das wieder per Pop-Out machen. Was? Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Markus! Ah, ehrlich. Kann ich das? Das kann ich nicht größer machen, das YouTube-Chat ist echt... Ich muss den Shoot mal fragen, ob der auch die Probleme hat. So. Wie geht's euch? Ja, mal gucken, ob ich da alles hab. Anonyme Hühner. Wie heißen die nochmal? Anonyme alle Hühniker. Alle mit dicke Mini-Hühni. Und moin, Itchy. Na? Wie ist es? So. Ach, ich mach das hier kurz noch klein. So. Alles top soweit. Grill an, Topwetter, lecker Bierchen, einfach herrlich. Ja, das ist was Feines, gell? Wäre auch froh, wir könnten das ein bisschen besser genießen, mit der Zeit besser war. Ist auf jeden Fall schon was Schönes. Und morgen, übermorgen soll es ja richtig geil werden, ne? Wir passen zum Wochenende. Sonst haben wir, wie oft haben wir Wochenende Scheiße, ne? Wirklich komplett scheiß Wetter und kaum ist Montag. Hast du dann hier das herrlichste Wetter? Das ist doch immer so ein Ding. Ich probiere das tatsächlich jetzt so. Gucke. Ich glaube, ich bewahre die mal auf. Ich bin mir nicht sicher. Lass mal gucken. Schau dann noch mal rein, mein Lieber. Macht das. Viel Spaß in euch, gell? Genießt es. So. Weißt du nicht, was heute ansteht? Weißt du nicht, wie, ob man eventuell den Zoo hinbekommen würden. Also, was für ein Delay? Echt? So krass, oder was? Delay aus der Hölle. Hör auf, ist Vodafone wieder ein bisschen am Rumspinnen, weil ich habe eigentlich sieht's... Oh ja, okay. Ja, ja. Ah, toll. Vodafone macht gerade ein bisschen Probleme. Noob down. Okay. Gucken wir mal. Was ist denn die technische? Achso, ne, die habe ich ja eh. Ich hasse das bei Vodafone, ne? Besonders die Upload-Scheiße. Oh, Linken ist geil. Gut. Ein Ninja-Bike. Ich hätte, glaube ich, warten sollen. Okay, also irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Die Bitrate ist voll im Eimer. Guten Morgen, Ralf. Na? Irgendwas stimmt hier nicht. Depot! Gute! A new agent is joining your team. Transmissions jammed. Alter. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning, entering Darktown. Panther 33 haut sein Prime-Abo raus. Panther, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Vielen Dank. Entschuldigt ein bisschen hier. Vodafone macht mir hier Probleme. Moment. Kellogg's Mahlzeit, bei mir leckt es wie Hölle. Okay, ich hoffe, das ist nur, keine Ahnung, also ich habe, mein OBS zeigt auch Katastrophenwerte an, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Markus ist auf YouTube besser? Der zeigt mir für YouTube auch an, dass das schwierig sein sollte. Ich mache mal kurz einen Speedtest hier am Handy. Mal kurz checken. Tag, Rosi. Na? So. Vodafone bin ich weg, weil sie genervt haben, wie Sau. Versprechen Sachen, die sie nicht halten können, nur um Kunden zu bekommen. Ja, Vodafone ist, das ist eine Sache für sich. Das ist auf jeden Fall eine Sache für sich. Furchtbar. Ich hoffe, das wird gleich ein bisschen besser, Leute. Ne? Tut mir leid, der Vodafone macht hier ein bisschen Chaos. Nunu, was geht? Hallo in die Runde. Moin, Mandy, na? Wie geht's euch? Also ich bin mal gespannt. Ich werd fahndungstechnisch gerade mal ein bisschen laufen. Dingenstechnisch, die Daily. Mal gucken, ob wirklich irgendwie nur der Upload am Arsch ist. Mal gucken. Gucken wir mal. Okay. Eigentlich kommt das hier so weit an. das liegt nicht an mir im Moment. Wollte eben alles mal neu starten bei mir. Macht Vodafone wieder Mist? Ja, es sieht stark danach aus. Sieht stark danach aus. Tut mir leid, wenn ihr da ein bisschen, weil jetzt ein bisschen doof ist, gell, wegen der Verbindung. Hey Toni, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich bin ja am Arsch, ja. Auf jeden Fall. Toni, vielen lieben Dank für dein Follow, ne? Aber ist natürlich klar dann, weißt du, wenn du dann Zeit hast, dann könntest mal schön ein bisschen den Stream dann anhauen, dann macht ihr Vodafone einen schönen Strich durch die Rechnung. Kellogg's, vielen lieben Dank für dein Follow, gell? Dankeschön. Ich muss aber, wie gesagt, dazu sagen, dass ich eigentlich, ich muss auf der Holzkopf hauen, eigentlich schon länger keine Probleme mehr hatte. Aber Vodafone überrascht einen immer, ne? Nicht wirklich, mal geht's, mal nicht, okay. Okay. Oh, jetzt habe ich mal wieder grüne Werte unten. Jetzt habe ich unten mal wieder grün. Ich hoffe, das bleibt. Sasa! Hello, John Coffee. Na? 1987 hat gerade für 28 Monate abonniert. GG in den Chat. GG in den Chat. Sasa, vielen lieben Dank, mein Lieber, gell? Vielen, vielen Dank. Und Coffee, wie geht's dir? Als du mich mit Markus meinst, weißt du nicht, wie viele Markus hier unten sind. Also bisher eigentlich nur 2. Aber du bist aktiv gerade. Du bist gerade aktiv. Also der Ausschlag im Moment, ich habe so ein so eine Verbindungsanzeige, wie OBS abgeht. Aber im Moment ist gerade alles grün. Junge, FPS sei Urgroßvater. Hör auf, Sasa. Scheiß Vodafone. Scheiß Vodafone. Na komm. Servus in die Runde, moi Klubschi. Alter, war es ein Delay, 10 Minuten gefühlt. Ja, ich hoffe, Leute, es ist gleich besser. Oh. Moment. Okay. Also meine Anzeige ist jetzt wieder grün. Ne? Ich hoffe, es wird so langsam besser. Ne? Alles schick hier. Hab mir heute einen Striker gefarmt und werde den jetzt ausbauen. Macht mega Spaß, das Set. Ja, alles gut, den Umständen entsprechend. Ja. Den Umständen entsprechend ist alles. Alles gut. Muss. Ja. Muss. Hast du Gruppen offen? Discord oder PlayStation Party? Ja, wir können gerne in diese gehen. Kein Problem. Das hier Lass hier runter, hüpfen wir in einen Zweier-Chat. Ich weiß nicht, ob wir eventuell ein bisschen Zeit habe ich. Ob wir eventuell Grüppchen vollbekommen würden. Großes für Zoo legendär. Aber da brauchen wir ein bisschen Dampf. Durch Heng und dem Chanel. Und dann kann ich dich, je nachdem, wenn du schon on bist. Und on bist. Nicht on, ne? Moin Relentless, na? Wie geht's dir? Ich habe ein Riesenproblem. Like, ich wurde heute mitten im Spiel von meiner PS5 ausgeloggt. Jetzt kann ich mich nicht mehr anmelden, weil mir die 2-Faktoren-Authentifizierung fehlt. Habe ich nicht mehr. Weiß jemand, oh, wenn du mir einen neuen Account erstellst, ob der Spielfortschritt bleibt oder gelöscht wird? Also wenn du dir einen neuen Account erstellst, ist der Spielfortschritt weg. Du meinst jetzt auch wirklich vom PSN, ne? Aber da kannst du über den Sony Support, mit denen kannst du reden. Die sind eigentlich super, was das angeht. Ja, also was anderes kann ich dir leider auch nicht empfehlen. Was geht? Ja. Was geht, du? Ja. Alles schicki? Ja, zu weit, gell? Ja. Zu weit, zu gut. Wie das Leben so spielt. Ja, muss. Ja, groß geschrieben hast du ja nichts dazu, musst du ja auch nicht. Ja, das ist verpflichtet. Alles. Ja, ja. Gut. Oh. Lieferung im Postkasten. Oha. Ja, bestimmt vom Global Event, die benannten Objektbehälter und Ausstellungsbehälter. Ja, Kisten, die du abgeholt hast. Ich glaube, ich schon noch welche drin. Hast du ein Delay immer noch im Stream, Alter? Ja, das ist krass. Am Anfang hatte ich... Was du gerade sagtest mit Sony, das kam jetzt erst gerade. Echt? Ja, ich hatte am Anfang vom Stream extrem... hat Vodafone irgendwie gerade mal gesagt, nee, du gehst noch nicht richtig live. Und hat dann mir schönen... Stream neu starten, aber... Ja, jetzt ist die Anzeige grün, deswegen... Ich hoffe, dass sich das ein bisschen einpendelt. Auf YouTube musst du eh immer gucken, da der haut dich ja irgendwie nie direkt an den Anfang des Streams, sondern irgendwo rein, irgendwie ein paar Minuten vorher. Daniel. So. Also bleibt der Fortschritt und ich kann ihn weiterspielen, trotz neuem Account auf derselben Konsole. Nee, also dein Ubisoft-Account ist ja mit deinem PlayStation-Account quasi verbunden. Deswegen, wenn du jetzt einen neuen PSN-Account machen würdest, würdest du auch in Division komplett neu starten. Ja, also darfst nicht vergessen. Musst du gucken, dass du da irgendwie an deine Daten wieder rankommst. Die 2-Faktor- zu vergessen oder da irgendwie nicht ranzukommen, ist natürlich mit das Ärgerlichste überhaupt, weil die beste Sicherung ist, die man haben kann. Richtig. Das wird schwierig jetzt. Aber wie gesagt, Sony ist da eigentlich, eigentlich gut dabei. Mhm. Und regelt das eigentlich ganz gut. Ich drücke auf jeden Fall die Däumchen. Ja, genau, Philippe. Ja. Definitiv Support und schreiben. Oder anrufen sogar, geht auch. So. Und dann hier, keine Ahnung, über Perso vorzeigen oder irgendwelchen anderen Kram oder so. Was bist du denn? Ach, Lincoln. Ja, Daily. Oh. Ich hatte so ein ähnliches Problem gehabt, die halben Jahr. Ah, okay. Sehr gut, Philippe. Danke fürs Feedback, ja. Ja, gell? Manuel, guten Tag zusammen. Ah, ist da. Markus, danke. Habe ich schon Daniel, 20 Minuten. Was hast du getan? Einen Kuga gekauft. Hast du ihn geholt? Ja, kann ich in 2 Wochen mit Glück abholen. Okay. Welcher ist es jetzt schlussendlich geworden? Der ST-Line X mit 100.000 Kilometern auf der Uhr. Okay. Hast du noch ein bisschen was raushandeln können? Was Nein, Gutes? War leider ein Festpreis. Ah, okay. Hast du dann wenigstens noch Doppelbereifung mitgekriegt und der steht, soweit ich weiß, auf Allwetterreifen. Okay. Wie sieht Garantie? Ja, mit einem Jahr Zusatzgarantie für 27. Ein Jahr Garantie? Ja, ein Jahr Garantie von dem Händler, ne? Mhm. Macht der auch Garantieverlängerung? Nach dem Jahr? Nein, wahrscheinlich nicht. Ah. Hm. Mit Glück, ja. Müssen ja eigentlich noch mehr springen lassen. Man nimmt da will nichts beschreien, ja, aber kennst halt ja. Naja, die machen TÜV komplett neu, Service. Haben die bei uns auch gemacht. Haben die uns auch gemacht. Unserer war im November noch. Wie gesagt, ne, im November war der noch zum Check. Und ja. Wintercheck und alles war gut. Und dann, ne, 2 Monate später Motorschaden, danke. Deswegen, das ist immer so ein. Das ist immer so ein Sach. So, warte mal. Moin Ralf, alles gut? Geht's einigermaßen? Gut soweit, ja. Soweit mit den Umständen entsprechend, ne? Ja, ich hatte gehofft, da ist was am Preis noch möglich, aber er sagte direkt nein, ja. Das sind Festpreise, nichts zu machen. Okay. Manuel Frage, droppt die eiserne Lunge auch im Summit? Yes, wenn du dir einstellst für LMGs, für leichte Maschinengewehre und dann mit der entsprechenden Glückschance kannst du sie da bekommen. Und aus den exotischen Behältern. Da kriegst du sie auch her. Mhm. Ich schreibe Hartmut Tag auch, na? Alles gut? Ja, ja. Auf jeden Fall, Markus, die ist ja jetzt seit der Season 3 hier ist die im Lootpool mit drin. Im Allgemeinen. Ach ja. Aber trotzdem, ich freue mich wie Bolle. Ja, natürlich. Natürlich. In den Probe gefahren, ich hatte meine Frau und einen Kumpel mit denen sind wir hingefahren. Und ja, doch. Schön. Wie gesagt, wir wissen mit unserem Auto immer noch nichts, ne? Ach, Wahnsinn, also, immer noch nicht. Ja. Wir fahren jetzt seit 3 Wochen, heute auf den Tag genau, fahren wir seit 3 Wochen den neuesten Hybrid-Kuga durch die Gegend, den wir uns nicht leisten können, wo wir uns schön die Nase lang gemacht kriegen und nicht wissen, was mit dem anderen Auto ist. Oh. Ja, ja, jetzt live. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, guck mal. Meiner hat bis auf Ledersitze Vollausstattung. Panorama, ja, schön. Panoramadach, Anhängerkupplung. Ja, schön. Ich finde Panoramadach cool. Ich finde eine schöne Sache. Konnte ich aber nicht testen, weil das am Pissen ist. Seit gestern ohne Pause. Okay. Ja, jetzt am Morgen. Also, nee, klar. Muss jetzt mal warten, bis der fertig gemacht wird. Ja, ja. Voilà. Es ist am Regnen ohne seit gestern, ne? Aber mal schrauben, muss man gerade her. Naja, Vollledersitze brauche ich nicht unbedingt, aber sonst hat er Vollausstattung, ne? Alles drinne. Ja, ja, nice. Sehr gut. Und danke, heißt fleißig farmen. Yes, fleißig farmen und viel Glück dabei. Die ja, Markus läuft jetzt schon. Den Stahlross-Raid. Ja. Genau. Markus. Oder in der Dark Zone, ne? Mit Glück. Ja, oder mit Glück mittlerweile in der Dark Zone. Ja. Aber da würd ich lieber den Stahlross-Raid laufen mit 8 Jungs. Auf jeden Fall. Ein bisschen besser bedient. Und der macht doch echt Spaß, der Raid. Aber der ist halt ein bisschen anspruchsvoller, was die Sets und so, die Aufstellung vom Team angeht, als der erste zum Beispiel jetzt. Wenn man noch nie drin war, auf jeden Fall. Bei euch schüttet doch wie blöde. Ich hoffe, es ist jetzt von der Qualität ist jetzt besser. Ich habe die ganze Zeit grüne Anzeige. Gib mir mal ein bisschen Feedback, Leute. Das, und Delay habe ich immer noch bestimmt 1,5–2 Minuten. Ja, toll. Das mal kurze Grüße, da kloppen uns gerade in der FZ rum. Moin Achim, na? Danke dir, mein Lieber. Für ein Späßchen. Ja, ja, Markus, mit dem Was ich nur sagen wollte, ja, das mit dem Auto ist schon seit 3 Wochen. Das ist krass, gell? Das ist echt krass. Mhm. Ich meine, so schön das ist, mal so 3 Wochen, hey, so einen komplett Neuwagen zu haben, ne? Der hat keine 2000 Kilometer drauf. Das ist schon geil. Müsst ihr was dafür zahlen? Nee. Überhaupt? Nee. Nein. Mhm. Ja, das ist geil, das ist ja fett. Das ist der einzige Lichtblick gerade. So. Mhm. Wenn wir dann auch noch zahlen müssen, I don't know. Ja, das wäre schon ärgerlich. Plus die Beerdigung, plus keine Ahnung, was mit dem Auto jetzt ist. Keine Ahnung, oh, ja. Ja, die olle Beerdigung. Mhm. Ah. Wann ist die denn? Am 17. Mhm. Sagst du manchmal. Achso, Nuno meinte eben was mit Markus? Oder oh, weiß ich nicht? Ich meinte den Markus hier auf Twitch. Ach, den anderen guck mal, siehst du? Oh. Nein, ich bin verblutet. Oh. Ja. Moin HB oder Hor? Ich habe eins von den beiden war richtig. Moin Sam, wie geht's dir? Läuft alles super gut hier. Gut, danke Coffee. Jetzt passt kein Puffern, danke Kellogg's. Ja. Moin KS, na, wie geht's dir? Oh. Easy. Inside the Memorial. Boah. Bin schon da. Hm. Ja, aber 1,5 bis 2 Wochen, sagt er. Mhm. Kann ich den abholen? Fährt mich mein Kumpel wieder hin. Bei meinen verkaufe ich dann privat. Mhm. Aber auch unverschämt, ne? Er hatte gefragt gestern, was ich für ein Auto habe. Ja. Und hab denen gesagt, auch mit den Mängeln, sagte, ja, er gibt mir eine volle Tankfüllung dafür. Mehr gibt er mir nicht dafür. Schon. Ah, ich weiß, das ist schon frisch. Ja. Hm. Gut, er hat einige Mängel mittlerweile, ne? Deswegen brauche ich ja einen neuen, aber für einen vollen Tank. Nee, ja. Ah, finde ich mal grenzwertig, sowas, gell? Dezent, ja. Arschtritt, ja. Den verkaufe ich privat, da kriege ich mit vielleicht noch 1000 für. Dann bin ich zufrieden. Hat Spaß gemacht letztes Mal, KS, ja, gell, auf jeden Fall. Hm, die ist gar nicht mal so scheiße gerollt. ACS muss ich mal mit meiner vergleichen. Hm. Eine gute ACS gekriegt. Ja, 13, 4 Schrot, 9 Rüstungsschaden, Schaden gegen Ungedeckte drauf, also frei wählbares Talent. Mhm, gut. Wo ist er nun hin? Ich bin Mast unterwegs. Aller Flitzer. Oh! Ah ja, und der Wagen hat die weiße Sonderlackierung, ne? Also die kam damals auf Preis. Oh, okay. Sieht eigentlich ganz schick aus. Muss man mal Bildchen schicken? Ja, kann ich gerne gleich in Discord stellen. Ich weiß noch nicht welchen Kanal, sonst hätte ich schon gemacht. Solche Angebote, ey, ja, so Kellogg's, gell? Jetzt sind wir manche, keine Ahnung. Welchen Kanal kann ich dafür missbrauchen? Solche Bilder. Mach den bei Selfie rein, würde ich sagen. Selfie? Ja, ich wüsste sonst nicht. Hab heute auch mal mit der Division gezockt, ganz vergessen, dass Manning Zoo echt nicht mein Favorit ist. Ja, naja. Tatsächlich hatten Media vorgestern, wo wir die gespielt haben, hat sich die ja irgendwie auf die Mary Singh-Fahndung gestellt. Was so eigentlich nicht gewollt war. Ja. Aber im Endeffekt hat doch Späßchen gemacht, die Mission. Weil die klassische mit dem Zug an sich mag ich schon nicht so. Aber die legendäre, die finde ich ganz nice. Oh. Oh, ich habe mein Ding so ready. Nein, nein, nein. Kommst mal kurz weg. Ja. Mhm. Moin Dennis. Junge, wo bist du denn? Wo bist du denn? Alter, eine Lunge rübel. Wünsche dir ein schönes Wochenende und einen guten Run. Denk dran, immer schön in Deckung bleiben. Sowieso Dennis, danke dir. Mit Umbra sowieso. In die Deckung, aus der Deckung. In die Deckung, aus der Deckung. Das ist wie beim Training. Nur, dass man weniger schwitzt. So, hab mal Bilder reingestellt. Sehr gut. Nachher mal gucke. Moin Risky. Hab eine Frage. Woher kriegt man die Währung, die man beim Dark Zone Händler ausgeben kann? Also das durchgeschnittene R. Die kriegst du tatsächlich in der Dark Zone. Ich, durchs Rausfliegen. Wenn du quasi in der Dark Zone rumläufst und diese ganzen Landmarks clearst, die ganzen Bosse da umlegst, bekommst du die Währung. Du musst dann rausfliegen und aus den Dark Zone Kisten, da kannst du sie auch herbekommen. Und halt die Währung, die Sachen, die du in der Dark Zone kaputt machst, die wandelst du ja auch in die Währung um. Oh! Ja, ach, verblüht. Oh. Was machen Sachen? Ja, ja, ich hatte der Blutungsmunition. Oh, ja, ja. Ja. Junge! Ah, die startet als Fahndungsmission, war bei dir auch so. Alles Gute, Leute, ich schon, ich spawn neu. Ja, oder genau. Ja, ja. Muss halt Items zerlegen. Ich kann nicht mal beim offiziellen spawnen. Ja. Dann bleibe ich kurz liegen, sonst resettet der. Yes. Du musst halt rausfliehen, Risky, ne? Das ist halt die Sache. Ja, ja. Aber ich muss noch mein technisches Projekt machen. Für ein Späßchen, Holger. Danke dir. Ne, ich kann nicht rüber warten. Nee, nee. Kannst du nicht? Scheiße. Ne, geht gerade nicht. Schmutz manchmal geht er manchmal nicht. Ausgezeichnet Boden geht auf YouTube nicht, Markus. Leider lässt sich ja nicht triggern. Funktioniert sowieso nicht gerade. Warte mal. Aber ich am Arsch. Markus, danke. Also probier's, Risky. Die Items, die du kriegst, klein machen. Direkt zerschrödern, zerdrücken. Landmarks halt clearen, besonders von den Bossen und halt die Dark Zone Kisten, die du looten kannst, ne? Bist du da? Alter, anonyme Hühner. Ja, ja. Wie heißen die nochmal? Anonyme, alle Hühner. Immer noch. Ist immer noch nicht? Naja, du bist schon wieder im Kampf. So, ja. Ja, dann spawn ich jetzt neu und port mich rüber. Doch, mit Delay. Jetzt kann ich mich zum... Aber gib mal Feedback, Risky, wenn du da ein bisschen... wenn du ein bisschen rumprobiert hast. So, Moin Gewitterfurz. 2020 hat gerade für 9 Monate abonniert. Und Friendum, danke dir. Danke dir für 9 Monate. Hat die Schwangerschaft endlich gelohnt. Alles fit? Ja. Soweit. Soweit, Gewitter. Wie geht's dir? Einen guten Nachmittag, Herren. Ja, auf ein schönes Wochenende mit angenehmer Gradzahl, ne? Mal. Ja, morgen soll es hier 24 Grad werden. Mhm. Euch auch? Mhm. Ach. Wow, hinter uns. Das erste Mal, dass man bei 9 Monaten was bekommt, oder? Genau, ist so. Schlechten Content. Ich geh mit Verlau. Yassi! Hallo! Ich zocke ohne mich. Kritisch mit dir, Daniel. Ach ja, alles gut. Wo ist Yassi? Hier ist keine Yassi. Ja. Yassi ist im Chat einfach. Wo? Aber nicht hier auf Twitch. Bist du auf der Arbeit, Yassi? Nein, nein, so auf YouTube ist sie gerade drin. Ach so. Hilfe. Ja, auch. Nach dem ganzen Regen kann ich das Arschritzenwasser schon fühlen. Sehr gut. Beste Wasser, wo gibt. Er zockt doch ohne mich, Yassi. Guck mal hier, der Markus. Dachte, wenn eine Zeit heißt, Markus sagt direkt Bescheid hier. Muss direkt rein. Oh. Nein, ich wollte den runterhüpfen. Ach, hör auf. Okay, kurz chillen. Nee, ich mach gerade die Fahndung, okay. Hm. Oh, oh. Doppelpack. Alter. Ja, das war gut jetzt. Das sah gut aus. So. Ja, ne? Voll geil. Nicht. Das ist die Hauptsache. Ich habe gestern auch Division of Xbox Series angefangen. Lecko, Funny, China war wieder ein Highlight für mich. Ja, glaube ich. Ja, glaube ich. War der jetzt richtig? Lecko mio, jo. Heiler wird überbewertet. Oh wow. Wow. Und wo? Da hinten. Geh mal hier wieder nach oben. Ach, der ist wieder hinten hergelaufen. Mhm. Ihr braucht eh nur einen Heiler. Nein, wir benötigen deine Expertise. Hier ist er. Wo ist er? Komm, put. Sagt er und lag im Dreck. Psst. Oh. Dein Ernst? Kommt der? Ja, der kommt, hol dich, gell? Sagte er und lag im Dreck. Ja, ich war auch irgendwie auf einmal geschockt. Keine Ahnung. Hat der Spezialmunition der Typ wieder? Ja, hat er. Naja, kann sein, dass er Witcher hatte. Ja, hat er. Deswegen. Oh, wow, der hat Schockmuni. Die Sau. Ja. Oh, der Boss. Ja grad. Ich war geschockt und dann war ich tot. Ja. Wieder. Sehr gut. Okay. Gut. Expertise, da bist du an der falschen Stelle. Man kann es ja versuchen. Holy shit. Da ist ja die Yassi. Juhu. Das ist sie. Mhm. Bin immer gespannt, dass sie, was du zu der Story-technisch zu der Fahndung sagst. Halt, Gameplay ist halt echt, da könnten sie halt echt mehr machen. Aber storymäßig zieht das wirklich gut an. Was denn? Die Fahndung. Ach, die Fahndung jetzt. Mm. Oh, ich habe die noch gar nicht angefangen. Oh. Story-technisch ist gut, ey. Nur noch auf Fliege, jetzt? Ich guck mal. Ich werde die Fahndung machen. Du willst schon mitbekommen, was du dann davon hättest. Wir sind bereit, gell? Wenn du rumeierst, hier, zack, 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 zack. Du bist ja gar nicht online. Daniel, hast du dir Stellar Blade schon angeguckt, die Demo? Nee, tatsächlich nicht. Aber soll ganz gut sein, ne? Macht richtig Bock. Warning. You are now entering a contaminated area. Wird nicht gelöscht, ne? Du nimmst den Fortschritt mit ins volle Spiel. Okay, das ist cool. Ha, hab ich gesagt, dass ich online bin? Nein, aber ich dachte. Ich dachte, er wird sich reingesneakt. Major, vielen lieben Dank für deinen Follow. Danke dir. Kellogg's, bis gestern erst Level 50 geworden. Sehr nice. Dann hast du jetzt einen Arsch voll zu tun. Willkommen im Endgame. Ja. Ich hab moin, moin, gerne. Ja. Random Game, es entwickelt sich mit der Fahndung zu ungeahnten Kuriositäten. Da macht die Frau eine Schachtel auf und schon liegt sie da. Meistens freuen sich Frauen über den Schachtelinhalt. Siehst du? Ja, ist so. Oh, geil. Ja, geil. Ach, jetzt wundere ich mich gerade, ich habe robuste Handschuhe gekriegt. Das sind ja die neuen Exo-Handschuhe. Ja, ja, die sind aber gar nicht mal so gut. Also, oh. Na ja, gut, für die Sammlung behalte ich sie halt. Benanntes Objekt. Was haben wir denn? Ermano. Okay. Ah, Mahola Punas, Ermano. Mhm. In Gelbblau. Wow. Schmutz. Schmutz. Ein Schmutz. Ich studiere gerade deine Bildvideos, um mal so einen Überblick zu verschaffen. Lass dich davon inspirieren, Kellogg's. Du musst da nicht großartig alles nachbauen. Die dienen alle zur Inspiration. Ne? Wenn dir generell so der Stil gefällt, so die Richtung gefällt, dann tust du auf deinen Spielstil entsprechend noch umbauen. Das macht das Ganze dann aus am Ende, weißt du? War geil. Und das ist eins der stärksten Sachen, die das Game hat. Die Bildvarianten, Vielfalt, ja. Ja. Noch nie so ein Spiel gesehen, wo du deinen Spielstil so krass umsetzen kannst in einem Game wie hier. Nee, da kommt kein anderes Spiel ran. Definitiv nicht. Max Pen 201381 hat den Kanal abonniert. Vielen Dank dafür. Was habt ihr heute noch vor? Eigentlich, ich hatte die Daily im Plan, die wir gerade am Mengen sind. Und ansonsten bin ich eigentlich offen für die Zeit, die ich noch habe. Ich hatte halt gedacht, wenn wir ein bisschen früher angefangen hätten und gut durchkämen, wäre natürlich so leggy interessant gewesen. Ach so. Aber ich immer noch nicht. Muss man halt gucken. Wie lange gibt's den jetzt schon? Ja. Moin Max, servus. Kann man noch dazu kommen? Ich hab klar, wir haben noch Plätzchen. Bist du live? On? Dann guck ich. Heavy, hey bist du, gell? Verwechsel da immer. Weil ihr alle immer auf 4 verschiedenen Plattformen 5 unterschiedliche Namen habt. Ich bin alt. Ich kann mir das doch nicht gut merken. Tommy, einen schönen Tag an alle. Na, alles gut? Was noch geiler ist an den Videos, man lässt das Game nicht so hängen. Ja, egal was kommt, kommen sehr gute Infos. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Das Game liegt mir hart am Herzen. Ich bin persönlich nicht so ein Typ, der rumbasht und Hate verbreitet und hin und her oder wegen, habe ich jetzt richtig eingeladen? Nein, falsch eingeladen. Oder? Ja, doch. Der wegen Klicks irgendwelche irgendwie auf dem Game rumtrampelt und so hin und her. Die Leute, die wie ich lang genug dabei sind, die wissen, was für eine Scheiße Massive bauen. Die wissen, dass wenn irgendwas kommt, dass das nie zu 100% funktioniert. Ich lach die Scheiße weg, wie die eine Alte in dem Video da. Also nicht ganz so extrem, gell? Aber ihr wisst, was ich meine. Alles andere bringt nichts. Du kannst im Discord, was ich euch empfehlen würde, im offiziellen Discord, Feedback abgeben. Wirklich Feedback, das Sinn ergibt, das konstruktiv ist. Nur so kommt es an und nur so kann es helfen. Wenn davon nur 10% umgesetzt werden, ja, dann ist das für das, was wir hier haben, ist das absolut okay. Alles andere bringt keinem irgendwas. Außer 10 Euro mehr für die Klicks, weißt du? So. Naja. Aber dann ist halt jedem das seine, ne? Muss jeder selber wissen, wie er Content macht, etc. pp. Aber das gehört woanders hin. Ja. So ist das halt. Und solange ich liebe das Franchise und ich werde da immer was für machen, egal was ich nebenher noch mitnehme. Gerade in Bezug auf Heartland, gerade in Bezug auf Division 3. Ich glaube, ich werde 10 Jahre noch, wenn ich bis dahin noch da bin, hier Division-Content machen für irgendeins von den Games in dem Franchise. Division geht immer. Ja, so sieht's aus. Das stimmt, der ist alt und wenig Haare. Ist so. Wie man es nimmt bei dem Wetter, gell? Wer ist länger als 2.19 dabei, Hände hoch? Oh, okay, mit 2.19 ist schon okay. Aber ich habe 2.26, habe ich 10 Jahre mit meinem Division Baby. Ja, so erlebe ich das Game auch, ne? Gefällt mir immer noch so extrem. Es gibt halt nichts Vergleichbares, noch nicht ansatzweise. Haben wir jetzt halt mal gemacht, wollen wir hier chillen? Oder nehmen wir die mit, oder was? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Albstadt-Schwabe, Hallöle, moin. Das ist der Beweis, Kinder. Lass die Finger weg von Energy Drinks. Ist so. Nur auf euch. Was? Nix. Wir machen uns keinen. Ich habe heute erst wieder eine ganze Palette Monster gekauft. Aua. Welches Spiel funktioniert was zu 100%, wenn es kommt? Ja, es gibt so ein paar, die meisten sind aber wirklich Singleplayer-Games, ne? Also muss man sagen. Ansonsten hast du nahezu überall. Hast du irgendeinen Schiss, gell? Deswegen. Wo ist denn der Schlüssel? Oh. Ja, man merkt an deinen Videos, die sind mehr als verständlich, wenn es um Division geht, dann gucke ich mir das Sound an. Ich freut mich wirklich. Aber ich kann euch, wie gesagt, auch hier Nerd und Hane und Shoot kann ich euch auch ans Herz lehnen. Das sind ein paar ganz besondere Menschen, die auch ähnlich ticken und trotzdem in einen Kram durchziehen, aber authentisch sind. Und das ist in der heutigen Zeit, besonders im Internet, ist das eine der ganz seltenen Dinge, auf die man trifft. Ganz genau. Muss man leider so eiskalt aussprechen. Ihr wird nicht oft sonst noch Division Content aktuell. Nur ihr drei. Ja, ich hab das nicht so hundertprozentig im Blick, das ist auch so. Sagt, die interessiert mich auch nicht so. Weißt du? Ich habe immer ein offenes Ohr für alles, kann immer mit mir über alles reden. Gute Diskussionen nehme ich immer gern. Aber ja. Helft ihn doch mal hoch. Nicht ans Herz, das hat schon zu viel zu tun bei mir. Ja, aber wie du schon sagst, konstruktive Kritik hilft sicher allem mehr wie sinnloser Hate, ja. Ja. Aber ihr seht halt ja, ne? Das ist halt leider Fakt, das ist halt nicht einfach so dahergesagt, ne? Da gebe ich euch Brief und Siegel. Wenn ich ein Video mache von reinem Gameplay, zum Beispiel, ne? Kommentiertes Gameplay, so ein bisschen angehauchter Let's Play-Stil mit irgendwas anderes, so. Dann sind die Aufrufzahlen dafür, da unterschreibe ich euch zu 1000%. Dann sind die Aufrufzahlen dafür und die Die Aufmerksamkeit, die diese Art von Videos bekommen würde, sind bei weitem nicht so stark, wie wenn du irgendetwas machst, was Leuten direkt weiterhilft oder eine Lösung direkt quasi Lösungen anbietest auf Fragen, die die Leute dann immer kennen. So, der Unterschied zwischen den beiden Arten von Videos ist schon sehr krass. Was aber noch krasser ist, wenn du ein Video machst, wo du dich über irgendeine Scheiße extrem aufregst. Ich meine, ich habe auch manchmal so Dinge, da sage ich was, da muss das raus. Das ist halt einfach so. Ne? Das ist ja auch voll okay. Aber man macht halt einfach nicht irgendwas nur um, ne? Und dann schrecken 8 Minuten und hin und her und so was, weil das ist eine Sache für sich. Aber, wie gesagt, ihr müsst mal die Art von Videos vergleichen. Wenn ihr ein Video seht, den Titel und das Thumbnail, dann könnt ihr die in gewisse Kategorien einreihen. Und diese dritte Kategorie, diese Hate-Zug-Kategorie, wie ich euch sag, die zieht immer. Die zieht immer. Die Leute haben Bock drauf. Es ist, wie es ist. Ne? Es ist, wie es ist. Deswegen, wie gesagt, meine ist das nicht. Ich ärgere mich auch oft genug. Klar. Und, aber ich gebe meinen Senf normal ab und wenn spontan mir irgendwas aus dem Mund fällt, ja, dann ist dem so. Ne? So. Oder ich mache das ein bisschen lustig oder was ich tue das irgendwie anders ja, verpacken. Sagen wir so. Ja. So, jetzt mal gucken hier. Bin erstaunt, wie gut und problemlos Helldivers 2 funktioniert. Mittlerweile, Frenem. Am Anfang war auch, haben die auch viele Probleme gehabt. Aber das waren aber nur die ersten Tage. Ja, ja. Aber ist ein gutes Beispiel für ein Live-Service-Game in dem Sinne. Ein Online-Koop-Game, das richtig gut funktioniert, ja. So. Ja, ich habe lange Zeit nicht gespielt, jetzt auf der Series S angefangen und muss sagen, mega Feeling wieder neu zu spielen und zu entdecken, das Spiel ist auch mega. Definitiv. Läuft es denn, Gewitter, bei dir auf der Xbox Series S auch in 60 FPS? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das nur auf der Xbox Series X und PS5 ist, sondern auch auf der Series S. Moin Max Payne, darf ich dich adden? Natürlich. Der Unterstrich Desano im PSN. Auf Twitch kann man eingeben, Ausrufezeichen PSN, dann poppt es direkt auf YouTube geht das leider nicht. Euphoria, moin! Gute Division 2 Streamer sind schwer zu finden, habt ihr vor kurzem erstmal für 2 Minuten zugeschaut und macht 16 Partys, so Ende der Schleimspur. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich kann nicht voll zustimmen. Es ist wie mit allem, nicht jeder kommt mit jedem klar, nicht jeder mag jede Art von irgendjemand jetzt live und das ist so gut so. Ne? Deswegen, ich gucke deine Videos schon 2 Jahre länger, wie ich dich jetzt überhaupt auf Twitch verfolge, also bitte. Ja, schäm dich. Ja, echt mal. Natürlich nicht. Chief! Chief, wie geht's euch? Und jetzt bin ich schon bald 2 Jahre hier. Aber ja, ist echt so. Also. Wie geht's dir, Chief? Da floss auch richtig Kohle rein. Wo meinst du, Friend? Wo floss die rein? Helldivers. Ach, in Helldivers. Ja. Ah, ist so ein geiles Game. Macht echt Bock. Auf jeden Fall. Sean, na, wie geht's dir? Ich hoffe, das viele Spiele aktuell, ich komme gar nicht hinterher. Ja, das spiegelt das gesellschaftliche Leben wider, leider, ja. Bin da auch kein Freund von. Hab auch ein paar Rage-Clips am Start, aber in der Regel lache ich da tatsächlich über mich selbst. Ja, ist doch so. So sollte es sein. Das Problem ist, dass sowas keinem was bringt. Wenn du jetzt irgendwas hast wie, nimm wir den Fall The Day Before. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, wie ich persönlich da gehandhabt habe. Ja. Dass das Game, was eigentlich gar kein richtiges Game ist, eine absolute Verarsche war und ein absoluter Scam-Versuch, der zum Glück im Keim erstickt ist, brauche ich euch dann nicht zu erklären. Ne? Ich habe aber, wie viele andere, hatte ich da Bock drauf. Und habe das wirklich lang verfolgt und habe auch gut einige Videos drüber gemacht. Und hab dann zum Schluss, wo es dann klar war, dass das scheiße war, da habe ich ein Video gemacht, weil ich davon halte und dann war Drops gelutscht. Ne? So. Ist aber auch so eine Sache, zusammen mit Creatern oder was weiß der Geier, was über was anderes herziehen, macht halt auch Spaß. Ja. Das ist dann halt, ne? Dann, kannst du was natürlich mal ausufern und dann wird das Ganze komplett nicht nur extrem zelebriert, sondern auch bis ins letzte Detail ausgequetscht. Mhm. Das ist halt, ja, ist halt leider so. So, warte. Ich weiß zwar nicht, um was geht, aber wichtig ist, dass du bald die Beste bist. Ich weiß. Chief, danke dir, mein Lieber. Ich danke dir. Ja. Das sieht man mal, wer hier der Stalker ist. Das ist doch Markus. So, Elite ist da, moi Chappy. Ja, soweit, Chief. Wir hatten, können wir gerne mal schreiben im, auf WhatsApp, dem Ostermann nicht ganz so geil. Aber, lebe es wie es ist. Du kennst es doch. Ne, Ostern wurde komplett versaut. Läuft soweit ganz gut, okay. Battlefield 5 zum Beispiel, das Game triggert mir die rudimentärste Gehirnschiene. Da kommen Dinger zustande, die sind einfach nur zum Lachen. Aber Battlefield 5 ist mittlerweile richtig geil, ne? Also, das hat am Anfang ja auch, ich bin ja absoluter Battlefield-Liebhaber. Und das hat ja am Anfang wirklich, ja, total verschissen. Wurde dann aber hinten raus tatsächlich richtig gut und wir haben es auch wirklich lang gespielt, bevor 2042 rauskam und um uns so ein bisschen vorzubereiten und aber Spaß zu haben, ne? Was aus 2042 geworden ist, dann wissen die meisten hier. Mittlerweile sogar was Gutes. Ja, definitiv besser. Ja. Ach schon. Ja. Blutungsmuni? Ach komm, der steht direkt bei mir. Aber ja, ja, Battlefield 5 mache ich Bock und ich hoffe inständig, dass das neue Battlefield wirklich mal wieder ein Battlefield wird. Weil ich habe da richtig Bock drauf und das werde ich definitiv zelebrieren. In jeglicher Hinsicht. Soll ja dieses Jahr Neues vorgestellt werden. Ich hoffe auch, dass im Sommer da was kommt. Es gab ja schon so einige Gerüchte. Bisschen was, bin gespannt, was da dran ist. Battlefield 3 Remaster oder was? Ne. Was hier die Zerstörung angeht und hin und her Genre definierend und das Beste auf dem Markt von der Engine her und Gedöns und ich bin mal gespannt. Also wirklich back to the roots und dann extreme Zerstörung. Ja, ja, das wäre geil. Denkst du, ich freue mich eventuell bald mal mit dir zu zocken. Max Payne, wenn Zeit und Lust und Dingens hin und her ist, immer gern, ne? Also das was jedem, wer Bock hat. Ich habe wenig Zeit in den Streams, ist das eigentlich immer eine richtig geile Möglichkeit, dass man zusammen was macht. Einfach immer kurz fragen, kurz Bescheid sagen und gib ihm. Yep. Einmal Proxy. Dein Team geht down und du bist nur am Labern. Es tut mir leid. Aber guckst, die stehen doch wieder. Markus. Call of Battlefield. Die spawnen sie nach Spielmodus vielleicht noch abändern, aber da an sich ist das Game mega. Mhm. Ja, du merkst halt leider, es ist besser geworden 2042, aber du merkst halt wirklich, dass im Spiel fehlt die Battlefield-DNA. Fehlt einfach. Und das ist halt eine Sache, die haben sie halt, ja, leider von Anfang an verkackt. Markus stellt in Frage, was du für ein Anführer bist, Daniel. Ich? Gar keiner. Ich bin ein guter Soldat. Oh, jetzt hast du nur noch irgendwie 15, 20 Sekunden Delay. Ja. Oh, langsam wird's besser. Ja gut. Ich krieg ja noch nicht mal als vermeintlicher Squad-Leader meine Familie richtig gehandelt. Die schubsen und verprügeln mich. Die was? Wird voll unterbuttert hier. Schubse zurück. Fertig. Das war eigentlich so falsch an 2042. Hab nie auf dem Schirm gehabt, spiele es auch nicht, aber hab mich nicht getriggert. Ja, das Problem ist, dass die quasi wollten weg von dem klassischen Battlefield mit den A few moments later. mit den 4 quasi verschiedenen Klassen, die du hast und dem Teamwork, was darauf entsteht. Und da sind sie Da sind sie quasi komplett von weg und wollten so ein bisschen auf die Heldenschiene. Du suchst dir quasi so einen festen Charakter aus, so Call of Duty mäßig, der dann aber auch ganz spezielle Fähigkeiten hat und aber alles so, keine Ahnung. Ja, das war so der Start. Ja, mittlerweile ja. sind die vier Klassen ja wieder da. So. Und alles. Bisschen, ja. Machte Battlefield 1 und Battlefield 3. BF1 war auch geil, das war wirklich mal was Neues, ne? 1 war klasse, ja. Was denn mal Liebe in der Familie, ist so. Meine Hochzeit Battlefield waren 3 und 4. Ja, 3 und 4 waren geil. Ich habe in 3, ja, etliche Spielstunden. Wie gesagt, Leute, wo man mal angeben kann mit seinem Alter, ich habe Battlefield 1942 noch als Demo, da sind wir 2 Stunden mit dem Auto gefahren zu der Freundin von dem Kollegen von damals, die einfach zu Hause eine bessere Internetverbindung hatte, nur um die Demo runterzuladen, damit wir mit der Demo wieder zurück zu ihm fahren konnten, damit wir eine LAN-Party schmeißen konnten. So, mehr brauche ich schon nicht zu sagen. Habe ich auch gehabt, Absolut geil. 1942 war, das war so ein geiles Game. Alter. Da hab ich schon zum... Ehrlich sagen, ich habe auch Vietnam abgefeiert. Battlefield Vietnam hat auch Bock gemacht. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt, das war so ein bisschen für mich persönlich enttäuschend, als Battlefield 5 rauskam. Und ich im Prinzip dachte, das wäre ein verbessertes Remake von 1942, total geil, mit besserer Grafik und noch mehr Maps und hin und her und so weiter, total cool. Und schlussendlich war es ja das, was zu Anfang halt war, ne? Keine einzige Map von früher mit dabei gewesen zum Start und vieles nicht mit drin gewesen und erst später nachgekommen. Aber ja. Markus, meine Hochzeit war auch in Battlefield. Ich fand Battlefield 5 gut. Ja, Battlefield 2 wird nochmal mega. Ja, guck mal hier. Moin, Badabum! Ja. Tito auch Release-Spieler, guck mal hier. Nice, hier sind sie, die alten Leute. So muss das sein. So muss das sein. Seit der ersten Stunde. Ach, wir müssen Nachschub abgeben. Habt ihr schon abgegeben für die Daily? Wo muss ich denn? Ah, hier bei ihm? Ja, Sascha Günther, guten Tag zusammen, moin. Wie viel muss ich denn abgeben? Ja, 50 brauchst du. Random, da war sie noch, Freundin. 3 und 4 die besten. Bad Company gegen Unna. Mir fehlen noch 11. Mir fehlen noch 11. Ah. Wow. Ja, du kannst du beim... nächsten nehmen wir auch noch mit. Im Laufe mal hin, dann kannst du da noch was spenden. Okay. Ja. Und das halt, ne? Battlefield 4 auch das eins der geilsten war. Was das am Anfang gebraucht hat, das war ja auch eine Vollkatastrophe zum Start, gell? Oh ja. Ja, ja. Ah, John Coffee, geil. Mit 41 hab sie alle gezockt, logisch. Wenn du mit 8 Jahren anfängst zu zocken, geht's aber nicht an einem vorbei. Ja, sehr gut. So schaut's aus. Habt ihr eigentlich noch Osterferien? Ne, wir hatten tatsächlich bis letzte Woche, seit am Dienstag, ne, seit Mittwoch sind die Kids wieder in der Schule. Bei uns war direkt ein Tag nach Ostern wieder Schule. Also den Dienstag nach Ostermontag war direkt wieder Schule bei uns. Ja. Oh, mein Neffe richtig angepisst. Ich meine, ich hatte auch nur langes Wochenende, ne? Ja. Ich kann mich schon nicht beschweren, aber okay. Ja, vier hat am Anfang viele Probleme, aber sag ich mal, jetzt immer noch Spaß. Ja, definitiv. Wobei mir halt, Badabum, das Movement von dem Battlefield 5 finde ich halt überragend. Finde ich persönlich das beste Movement. Ja, das war richtig gut. Da konnte 20 Punkte nicht mithalten. Ja. Das hat sich ja in Battlefield 1 haben sie ja schon eingeführt gehabt, ein bisschen. Und in Battlefield 5 haben sie, meiner Meinung nach, haben sie perfektioniert. Das war geil. Yep. War gut. Battlefield 2 war extrem mit halt Clan und Clan Wars. Ja, Battlefield 2 war auch nice. Oh. Ey, gibt's da denn? Ja, war mir klar. Jetzt hat er. Nein, nein, nein. Okay. War noch am Überlegen, die Deckung zu wechseln, aber ja, jetzt kommt eh der Kulisch. So. Mach ich extra, kann ich besser lesen hier. Aber nächste Woche Montag geht's wieder los, okay. Sorry, aber mit 47 Jahren habe ich keine Ferien, aber in Bayern sind noch Ferien diese Woche, okay, gut. Erdenleben, 47. Na, wie alt ist 4? 10 Jahre? 10 Jahre oder mehr? Das ist älter. No. Battlefield 4 ist älter als 10 Jahre. Ja. Obwohl, ein gutes Stück. Nee, nein. Doch, 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 doch. Das habe ich noch. Battlefield 4 habe ich auf meiner PC-Zeit noch gespielt, kurz bevor ich auf die PS4 gewechselt bin. Battlefield 4 kam raus Oktober 2013. Ja, es ist ja 11 Jahre. Okay, ja. Dann macht jetzt den Bock und den Feld, gell? Ein bisschen sprayen. Oh, let's go. Als lief's gerade. Na, da lacht er. Und dann muss ich auch wieder zur Schule. Dritte Klasse zum 138. Mal. Ja, das ist gut. Ist gut. Ja, Markus, ich wette, wenn sie wirklich das verspricht, was die Medien angeblich sagen dazu, dann werde ich sie mir holen dieses Jahr. Ach so. Meinte, lohnt sich die PS5 Pro Zone. Also, ich sag euch, ich bin jemand, der mir ist Grafik nicht ganz wichtig. Also, ich nehme 60 FPS vor ich allem. Grafikhure. Ich mag halt, ne, so ja, wenn ich die Wahl habe, 60 FPS oder 30 FPS mit besserer Grafik, nehme ich immer die Performance. Immer. Das ist so mein Ding. Ich brauche das. Ich brauche kein 4K. 1440p reicht mir aus. 4K habe. Ja. 2K mit 1440p, das reicht. Meines Erachtens reicht das vollkommen aus. Aber wie gesagt, ne, das ist jedem sein Ding. Ich mag die Performance. Was soll sie kosten? Man weiß es noch nicht, gell? Aber wenn ich tippen muss... Auch wieder 600. Ja, so um den Dreh. Zwischen 500 und 600 auf jeden Fall. Ein Fuffi teurer wie die PS4, wie die normale PS5 damals, wo sie rauskam. Safe. Wenn nicht sogar 100 Euro mehr. Ich kann nicht wechseln, wir haben noch... Das Problem ist halt, es gilt halt erstmal abzuwarten, ob sie wirklich kommt und was sie für Specs hat, also für wirkliche. Ja. Und ob sie wirklich schafft, in den Games, die Probleme haben, eine konstante Framerate zu halten oder keine 60 FPS Modi gibt, ob die dann extra das für die PS5 schon. Pro kommen, dann ist halt für mich ein klares Go. Ja? Ich glaube, das schafft sie. Ich hoffe es. Mit Laufwerk. Habt ihr in 30 Minuten noch einen Platz frei? Ja, aber natürlich. Aber hallo, natürlich. Für dich immer, Yassi. Hallo. Oh, wow. Oh fuck. Okay, hier hat Umbra schön gegengearbeitet. Und du hebst keinen auf dahin. Hier hast du sogar freiwillig Platz. Oh fuck! Okay. Wer liegt denn da am Boden? Ach so. Oh. Der KS kommt wieder. Mhm. Oh, der räumt hier hinten alleine auf. Der mhm. So. Ich bin auch ne Grabe geworden. Angeblich 5,99 ohne Laufwerk. Ja, die sind ja drauf und dran. Bin ich auch auf dem Trip, ob dass mir das scheißegal ist, ob mit Laufwerk oder ohne. Ich weiß nicht. Ich finde die Option immer noch geil, mal was zu tauschen und oder auf dem Flohmarkt oder irgendwo billig von der. Ja, ist richtig. Von der Software-Pyramid oder bei eBay Kleinanzeigen so zu schnappen. Ich will die Option offen halten. Ne? Korrekt, korrekt. Ich weiß ja nicht, wie viel die für das externe Laufwerk wollen oder ob man jedes. Sorry. Jedes externe Laufwerk anschließen könnte. Weiß man nicht, ne? Deswegen mal gucken. Lass uns überraschen, also wir machen das kompatibel mit dem Laufwerk, was jetzt rausgekommen ist für die Slim. Ja. Nicht, dass sie da jetzt wieder ein extra neues Laufwerk für erfinden. Ja, ja. Kannst du das Hano spielen, Hasi? Der liegt die ganze Zeit in Ofa rum. Ah, Yassi und Hasi. Ja, passt doch. Yassi, Hasi. Aue, jetzt liege ich auf dem und schief. Ach, ich liebe die Lunge. Ich habe nur zwei Spiele auf Disc für die PS5. Das ist ein Rallye-Spiel, was mir meine Frau geschenkt hat, und Dead Island 2, die Uncut-Version. Sonst nutze ich das Laufwerk gar nicht. Ich hab hinter mir alles voll. Obwohl doch. Ich hab hinter mir alles voll. Last of Us Part 2 Remastered habe ich mir das Upgrade für den 10er geholt, weil ich ja die PS4 Disc-Version hier stehen habe. Ja, was ist das? Ich bin halt doch jemand, der... Ich weiß nicht, ob es ein paar von euch auch gibt, die... Ich nutze halt doch gern mal im GameStop, so sehr ich den GameStop verachte. Aber ich nutze doch hin und wieder mal gern deren 9,99er Aktion. Ja, so. Ja, richtig. Ne? Da tust du einfach zwei alte Games abgeben und zahlst dann einen Zehner und kriegst dann ein neues. So, ne? Erstgeboren ist das er. Ja. Deswegen, ja. Ich habe mich früher Special Editions geholt für die PS4, aber sonst... Oh, die Moskitopistole. Endlich. Ja. Oh, die hat sogar schon Schaden gegen Ungedeckte drauf. Nice. Ach, guck mal, hey. Vergesst nicht zu spenden hier bei dem Kollege. Ja. Der rennt gerade weg. Der hat keinen Bock, gespendet zu bekommen. Hab mich auch bewusst für die Series X mit Laufwerk entschieden. Hab da auch lieber die Wahl. Ja, auf jeden Fall, kann ich verstehen. Von der Series X kommt ja jetzt dies Jahr eine neue Version raus, ne? Wollen die eine bringen, noch ein Upgrade? Ja, die soll angeblich dieses Jahr kommen. Okay. Und Division würde ich auch mal gerne auf Amiga spielen. Schön in 2D Division. Jau. Hast du mal ein Internet-Blackout? Geht nur offline. Hast du nichts auf Platte? Ist ein Laufwerk schon nice. War bei mir vor 2 Wochen der Fall. Deshalb Laufwerk immer gut. Ja. Ja, schon richtig. Ist solange, so ja. Du hast schon vollkommen recht, ja. Das stimmt. Solange alles gut geht und so hin und her, ne, da tut man das meistens müde belächeln. Und, aber wenn da mal der Fall eintritt, da bist du froh, wenn du was hast, gell? Alle Konsolen, die ich mir bis jetzt geholt habe, alle mit Laufwerk, ja. Ja, ich sag, ich bin auch nur der Typ. Die neue Xbox soll angeblich auch nur digital werden, ne? Die neue Series X. Die wollen ja, sind wir mal ehrlich, die sparen halt ohne Ende Kohle. Ne? Ist klar, dass die dich quasi dahin zwängen wollen. Die wollen, dass du überall das große Abo abschließt, das Game-Abo, yep, bietet bei den Serien und bei den Filmen und so was auch alles hast. Da wollen die alle auch mit das ummachen. Wobei hier PlayStation Extra und der Xbox Game Pass, die beiden sind schon geil. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Wäre halt nice, wenn, ich weiß, Sony wird das niemals machen, aber dass irgendwann eventuell der Xbox Game Pass auf der PlayStation erscheint, ist durchaus realistisch. Deswegen mal gucken. Aber die wollen halt genau das. Ne? Die sparen Kohle und ziehen dir zusätzlich noch mehr aus dem Tisch. Mhm. Noch besitzen und nutzen, wenn ich will, ja. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, über Cloud Stocking der Games zu spielen, oder muss das Game immer auf Konsole gespeichert sein? Auf dem PC sind 80 GB mittlerweile schon normal. Ja, da weiß ich nicht. Dafür bin ich zu wenig da, zu wenig drin, Frenem. Das kann ich dir schlecht beantworten. Oh, ich will noch eine Xbox haben, da mein, da mein PC bald in eine Binsen gehen wird. Ja, und ich will auch nichts mehr groß in Gaming-PC investieren. Ja. Ich, der User 0815, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Aber da brauche ich ja einmal alles neu und das sind locker. Ja. Für das, was ich haben will, 5000 Euro. Nee. Auf. Ja. Wahnsinnig. Mhm. Sieht das Season Pass Projekt aus. DCD! Oh, hey, kann nimm mal mit hier. Mhm. Ab in die DCD! Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning, entering Darktown. Als Invasion? Ja, Mama. Ich habe gerade alle 22 Monate abonniert. Dann, was geht okay ab? Was geht ab? Gerade, wie geht's dir? Vielen lieben Dank, mein Lieber. Wie geht's euch? Ja, und soweit, Tutti. Soweit, so gut. Deswegen habe ich mir die Konsole gekauft. Der PC brauche ich schon ein Upgrade, aber das will ich schon nicht ausgeben. Ich finde halt, wie gesagt... genauso sehe ich das auch. Ja, ich liebe den PC. Für das, da kann ich arbeiten mit dem Ding hin und her. Und ich hab ewig gespielt, ich bin groß geworden mit PC und so. Ich hätte nie was Schlechtes sahen. So. Ja, ich auch. Ich spiele aber persönlich lieber auf der Konsole, weil mittlerweile ist das leider so, dass 98% der Games für die Konsole entwickelt werden und kriegen dann meistens einen schlechten Port für PC. Richtig unnötig. Ne? Gibt so ein paar Ausnahmen immer wieder mal, aber im Prinzip kriegst du auf PC einfach immer lieblos dahin geklatscht. Da könnte ich kotzen. Obwohl der PC die geilste Möglichkeit ist, überhaupt zu zocken, was ne, Grafik und flüssiges Gameplay durch FPS und so angeht. Heißt, ich weiß noch nicht, was die da manchmal machen einfach. Das ist ja, das ist schwierig. Ich habe ein Spiel auf dem PC, was ich aktiv spiele noch nebenbei, und das ist World of Warships. Moin Tashi! Nur dafür halte ich meinen PC noch halbwegs frisch. Ja. Ansonsten, ich habe alles auf der PlayStation hier. Oder Xbox Game Pass, wenn ich dann irgendwann mal eine Xbox habe. Ja, aber mit der Mission laufen mache ich aber normalen Impuls. Zack. So. Wie geht's dir, Dashi? Alles gut, gerade zur Haustür rein und jetzt essen. Ja, sehr gut. Gut, Chef, die World of Warcraft spielen meine Frau und ich auch ab und zu. Nur noch Scum und Guild Wars. Guild Wars 2 spielst du, Kellogg's noch? Ich habe Guild Wars 2 zu Release. Ich habe sogar in der Beta gespielt damals. Zu unserer aktiven Zeit. Hat Bock gemacht. PvP war auch richtig lecker. Gut in dir, ja, soweit, Dashi. Oh, aber wir können ihr lieben. Ich bin euch am Aufhalten. Ja. In 2 Wochen, wenn ich dann endlich mein neues Auto habe, dann werde ich erstmal wieder mehr unterwegs sein. Ja, hast du recht. Kann ich endlich wieder ein bisschen was rumfahren. Eventuell darf ich mir noch einen neuen Monitor holen. Ja, mit neuem Monitor ist, finde ich auch so, finde ich auch eine Frechheit, ne? Ich würde gerne VRR nutzen. Auf der PlayStation. Weil absolut geil ist. Du kannst immer noch ein bisschen Performance rausziehen und du hast eine richtig geile Bildqualität. Dafür brauchst du aber HDMI 2.1. Kauf dir mal einen Monitor, der VRR unterstützt und HDMI 2.1 hat. Zahlst du dich dumm und dämlich. 1000 Euro. Samsung aktuell. Absolut geisteskrank. Und dann wäre es in meinem Fall gar nicht damit getan, weil ich bräuchte noch eine Capture Card, die das auch kann. Ja. Und die kostet 250 Euro. Ne? Mein Mülli! Die neue 4KX, ja, genau. Ja, ja. Also, das ist total geisteskrank. Mülli, wie geht's dir, mein Lieber? Vielen lieben Dank. Chappy, was für ein Outfit meinst du? Für den Billboy. Dann kommst du mal mit in die Dark Zone. Ich muss mal was bauen, Dashi. Was ich spiele, ich muss mal was bauen. Das Outfit vom Anwerber aus, was da damals drin war. Icke! So, warte, schon passt, war mal. Ich habe mir auch 2 Konsolen geholt und Gaming-PC verkauft. Beste Entscheidung. Ich hätte... Wenn ich die Kohle hätte, Mac, wenn ich die Kohle hätte, hätte ich alles da. Dann denkst du, scheiße, dann könntest du switchen, wie du Bock hast, ne? Weil im Endeffekt, wir sind Gamer, scheißegal, was für eine Plattform, ne? Aber wer hat den Platz großartig und die Kohle? Haben die wenigsten. Deswegen ist halt so eine Sache. Und eine Konsole ist halt was Feines, weil da läuft meist alles drauf. Wenn du mit dem Controller klarkommst, dann kannst du gechillt überall daddeln quasi. Hat halt viele Vorteile, ne? Muss. Gibt die Tarn selbst alles fit, soweit, Mülli. Ich will hier für mein Zimmer endlich noch einen 4K-Monitor haben. Ich habe ja keinen. Danke, Daniel! Warum, Chappy? Schöne Penisgröße, wie geht's der Ecke? Hab gerade mal gelesen, beziehungsweise der neue Series X hat ein paar nice Features, aber ich bleib wohl erstmal bei meiner Series X. Ich find's geil, dass Microsoft hat ja in der Series X schon standardmäßig diesen FPS-Boost drin. Den finde ich ja richtig nice, ne? Den hat ja Sony gar nicht. Ich hoffe ja, dass da irgendwann mal was kommt. Da kannst du zum Beispiel Division 1, eines der Games, was dann so passiv unterstützt. Achso, wir spielen ja Black Task, wir müssen unten ja direkt. Wo quasi du mit 60 FPS spielst, ne? Was normalerweise gelockt ist, also auf der PlayStation mit 30 FPS gelockt. Das ist halt schon was Feines, gell? Chappy, ihr könnt alle das Outfit nicht mehr bekommen. Aber das zu kaufen gab. Ja, aber irgendwann wird das kommen. Irgendwann wird das kommen. Es kommt bestimmt wieder. Irgendwann, wenn ihr das reinbringen. Aktuell gibt's das Outfit nicht mehr. Mhm. That agent is mine. Nix da. Von wegen. Ist mal geil, wenn man auf seinen eigenen Köder hin, einfällt. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ich hab's halt gerade noch so gemerkt, aber ich musste dann trotzdem ansprechen, weil... Hör dazu. Schnell sie die Drohne immer kaputt hauen, also wirklich. Ja. Da bin ich denn da hinten? Jetzt. Oh, noch eine Welle. Oh. Achso, der war schon down, okay. Mhm. Alter. Das Spot ist ein bisschen scheiße für Snipen. Ich bin erstmal raus, gewünscht viel Spaß beim Looten, viel Spaß mit der Sache. Bis zum nächsten Mal. Gewitterfurz, danke dir, schön, dass du da warst, gell? Easy. Die Brille nötig immer. Ich brauch so eine, die sich jeden Tag ein bisschen selbst kalibriert. Richtiger Camper. Das, jetzt ein nicht happy ist ein Holländer-Bild. Mhm. Der fliehende Holländer. Oh. Direkt durchrennen zum Verbrennungsraum. Nee, das ist hier nicht. Ach, stimmt ja. Ja, haben wir den ja schon benutzt. Ewig, ich bin ewig kein Inlet mehr gelaufen. Das ging mir auch oft so jetzt. Ist richtig. Ah. Dann bin ich zuletzt invaded gelaufen. Das ist bestimmt schon ein Jahr her. Wohnwagen steht vor der Mission draußen. Ja, mit dem fahren wir von Mission zu Mission. Das ist schon geil. Ja, Ralf, wie gesagt, kann man immer mal machen, ne, wenn ein Plätzchen ist. Das für gleich Jassi angekündigt, aber sonst, wie gesagt, immer gern, ne? Die stehen auf der linken Spur auf der Autobahn, ja. War ein schönes Thema mit der Familie immer. Ja, ich hätte auch gerne ein Wohnmobil oder so, aber das ist ja auch so ein Ding. Da kannst du nicht. Musst du alles aufgeben, alles hinter dir lassen, damit du dir ein anständiges Ding leisten kannst. Ja. Mein Onkel hat einen Wohnanhänger, der ist so groß wie ein großer Wohnwagen. Geil. Ich find's geil. Das ist ein Monsterteil. Und kann auch mit der Fernbedienung, wenn er den bewegen muss, kann er den fernsteuern. Boah, das ist krass. Habe ich tatsächlich im Fernsehen mal gesehen, in so einer Camping-Serie oder was. Da stand der da und da hat er das mit der Fernbedienung manövriert, ne? Ja, genau. Ja, krass. Der hat so ein Ding auf der Messe gesehen und hat das Teil direkt auf der Messe noch gekauft. Schön reingefallen. Und dann braucht er nur ein Auto, damit er das Teil auch anständig ziehen kann. Ja, ist doch geil. Wenn das Geld für ein Auto nicht mehr gereicht hat, voll den geilen Wohnwagen, aber dann mit dem Opel Corsa ziehen wollen, weißt du, oder so. Mit 70 PS. Mittlerweile hat er einen Ford Ranger dafür. Oh, geil. Schönes Ding. Ja, der sieht schick aus. Ja, ich mag das Ding auch. Mein Schwiegervater hatte auch einen Ranger. Vor 6 Jahren. Hinten, schön Ranger Raptor, gell? Oder ein Explorer finde ich auch total geil. Der Explorer läuft aus, ne? Weißt du? Ernsthaft? Ja, dafür kommt dieser Electric Explorer. Ah, rein Elektrik können die behalten. Das Dieselmodell in Deutschland aus. Der wird nicht mehr gebaut für Deutschland. Krass. Dafür kommt dieser hässliche Explorer Electric da. Oh, der will irgendwie nicht daraus. Ich finde den nicht mal schön. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Muss ich mal recherchieren, weil ich höre das zum ersten Mal jetzt. Schade. Echt? Mhm. Ja. Hübschi hat bei den Blacktasse angerufen und gesagt, dein Klon wohnt voll. Klubschi sieht aber auch alles mit den Augen. Persönlich nichts gegen Wanderscheißhäuser. Weder Axt noch Säge oder sonst was. Ach, geil. Ey! Nach der Mission muss ich mal eben ganz kurz aussetzen. Wow. Ich soll eben rüber ins Restaurant gehen, Schnellrestaurant gehen, Essen holen. Oha, was gibt es denn? Chinamann. Oh, sehr gut. Ja, beste. Rüber zum Famila ist einer, der soll ganz gut sein. Könnte ich jeden Tag essen, ohne Scheiß asiatisch. Ich bin da. Ich habe 2 Schritte hier rüber in Famila, deswegen. Und da ist ein Chinamann drin. Ja, das ist schon gut. Oh. Mit dem Kuga kannst du bis zu 2,1 von ziehen. Ja, da kannst du ein bisschen was machen. Mhm. Ich habe den, den Hybrid habe ich gestern oder vorgestern mal, wo ich den das erste Mal richtig gebrühlt. Ha, der hat der schon einen nice Song, ne? Die 200, du hast den Plug-in, ne? Mit 224? Ja, 225 hat der. Mhm. Ja, der hat schon, der hat schon ging, Punch dann. Der ging schon gut, mhm, muss ich sagen. Es gibt ja auch noch den Vollhybrid, der hat 190 PS. Ja. Das wird mir schon leid tun, wenn ich den abgeben muss. Ja. Neue VW ID Bus GTX darf auch um die 1,8 Tonnen ziehen. Passt also für den Wohnwagen. Ich finde ja den Namen, ich muss zu lachen, meine Frau hat mir gesagt, gestern oder vorgestern, der neue VW Bus, der rein elektrische heißt Bus einfach mal. B-U-Z-Z, das ist der Hammer. Das ist schon cool. Ja, Markus erreicht ab und zu mal einen China-Peller. Ich mag den ID-Bus nicht. Buh. Allrad hat er auch noch. Allrad finde ich tatsächlich, also da muss ich sagen, das hat man in dem... Allrad hat meiner auch. Ja, hat man in dem Kuga ja auch, das ist schon geil. Also... Ja, ich habe ja den 2 Liter Diesel mit 190 PS jetzt gekauft, der hat ja auch Allrad. Ja. Wusstest du, dass beim neuen Kuga kein Diesel mehr angeboten wird? Ford schmeißt alle Dieselmotoren raus oder hat rausgeschmissen. Okay. Es gibt nur noch den Benziner und die Hybride. Aha. War ich jetzt erschrocken. Ford baut keinen Diesel mehr, außer halt in den Transportern. Ja. Ich meine, alle werden die größten Weltverbesserer. Ja, leider. Markus, der ist abgeregelt bei 205. Das reicht aber auch. Was liefert dann Spitze? Ach so, nee. Ich habe meine Frau dabei. Die hat nach ein paar Metern hat sie gesagt, nee, nein. Das heißt, ich konnte noch nicht mal richtig, gucken, aber ich hab mal richtig, mal kurz. War nur kurz. Wen bekomme ich, verstehe, genau. Wen ist gut. Ja, genau so hat sich schon angehört. Schön, schön Bert, like MJ. Danke dir, mein Lieber. Wie geht's dir? Oh, Checkpoint. Checkity check. Runter hier. Ach ja. Yeah. Na. Macht das Ding kaputt? Na, das ist ja die Sniper-Tante. Mhm. Sangria heißt die alte. Jetzt habe ich jetzt. Ah, die freut sich auch wieder auf Sommer. Die hat richtig Durst. Oh, da ist sie tot. Das ist Divisions Malle Queen. Viel Spaß, Markus. Frohes Sterben. Oh mein Gott. Was sagt er? Oh, Oha. Er lässt sich jetzt am Heiligbaum die Seele aus dem Leib prügeln. Oh, Viel Spaß beim Knechten. Ja, das ist ein... Viel Spaß beim Knechten. Der Spot ist richtig assi. Ich weiß, wo er hin will. Ich weiß, wo er hin will. An die andere Sangria-Tante. Die grausame Verhauung ist aber auch schick. Mega. Ja, die haben ja für alle hier, gell, die, die haben ja der Waffe ein Skin-Update verpasst. Ja. So sieht die jetzt aus. Und jetzt hat sie auch endlich mal ein Visier. Echt? Oh. Mhm. Hat die vorher noch nicht mal ein Visier gehabt. Komplett reingezoomt immer. Yes, indeed, schreibt er. Ingrid? Und lass den Controller heile. Ingrid macht auch indeed. Diese scheiß Werbung. Auch ist aber viel Spaß. Ich hab einen Controller geschrottet bei ihr, also. Elden Ring ist aber auch, aber freue ich mich auf das Add-on im Juni. Ich werde es mir erstmal nicht holen. Ich müsste es mir für einen PC holen, weil ich Elden Ring nur auf dem PC durchgespielt habe. Ah. Kein Bock von vorne anzufangen. Genau. Oh, zwei Exo-Behälter. Geil, Freddam. Wie von einem südamerikanischen Drogenbaron die Waffe, genau. Ist so. Hm. Ja, aber bei der letzten Lieferung gerade so ein Top. Ohne Sammlerweste? Eine Katharsis. Braucht noch jemand was? Katharsis, die Sammlerweste? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, gut, ne. Gut, dann haben wir die ebenfalls so weit, Lack MJ, ja. Ich sende dir mal ein neues Hybridbild. 1,6 Millionen Rüstung, 6 Fertigkeiten, wenn du willst, Mega PvP, PvE. Kondensator 1 Schuss. Oh, da rieche ich was mit Ninja-Bike und Brazos. Ja, klingt gut. Schick mal Dizzy. Aber ich weiß, glaube ich, wo drauf hinaus ist. Schon eine coole Variante. Schon. Na gut, aber noch besser, also ohne Scheiß, für alle, die Division 1 gespielt haben und die Warlord noch kennen. Die Warlord war die exotische AK aus Division 1. Die sah aus, als wäre die aus dem Film Lord of War mit Nicolas Cage. Von dem Oberguru. Von der, richtig geil. Eine meiner Lieblingswaffen in Division 1 und der Vorreiter von der Adlerträger. Ähnliches Talent. Wobei die Adler ist ja eine M16. Ja, ja, ja. Aber, sowas, ne? Oder ja, ja. Er hat eine P416. Aber die. Ja, keine P416. Das ist eine. Die Atlas sind P416. Echt? Ja, ich bin fast sicher. Die sieht für mich aus vom Lauf her eher wie eine M4 oder M16. Ja. Das sind doch eh so alles bisschen abgeänderte Varianten von der M16 gefühlt, ne? Alle irgendwie da. Das ist doch eine P416. Ah, klar, ein bisschen was dran gebaut, da gemacht, da Biber. Ah, nee, das war die LVOA. Ja, ja, das ist die LVOA. So, es gibt eben ordentlich Kompis. P416, gell? Adler, ja. Doch eine P416, okay. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Na, haben die Damen, ich sehe, ihr habt zum Kaffeekränzchen geladen, jawohl! Hast du Kaffee mitgetragen, Pippe? Jawohl. So, jetzt haben wir hier schön. Ja, wo bleibt denn Yassi so lang? Die ist schon über der Zeit. Echt mal. Ja. Was ist da los? Wir könnten. So, ich werde jetzt aber trotzdem da mal eben kurz rüber flitzen zum... Yes, yes, macht das und ess bisschen was. China, man. Ja. Auch mal kicken. Ich bleib aber hier. Bis gleich. Gleich. Könnten auf jeden Fall, Was hab habe ich auch lange nicht gespielt, gell? Das können wir auch machen. Was habe ich denn hier noch auf Cooldown? Doch gar nichts auf Cooldown. Was will er denn von mir? Einige deiner Teile dieser Ausrüstung werden nicht ausgerüstet, dass sich die Fertigkeit im Cooldown befinden. Verarschen? Was will er von mir? Okay. Komm, ich spiele mal ein bisschen mit dem Dingens. Welcher Drogenbaron wird da wohl gemeint sein? Idee? Wir haben das Nusseck mitgebracht, ist so. Hier ist ein Nussecken-Channel. Hier gibt's nur Nussecken. Bester Mann. Bester. Ach ne, Dingens passt. Okay. Immer rum. Ich kann gucken, wie die Map aussieht. Mehr oben ein bisschen herlaufen. Ja komm, laufen wir oben ein bisschen her. Oben und dann rechts her. Okay. Let's go. Bisschen Feuerteufel. Warum hat der mir... Warum der mir... ich verstehe nicht, warum der die Kondensator nicht reingemacht hat. Der hat mir die Waffen nicht ausgetauscht. Warum? Gucken. Ja. So sah das auf jeden Fall vorher aus. Wie lange macht der heute noch? Ich denke... etwas... hat den Kanal abonniert. Vielen Dank dafür. Bis nach 7. Ich denke mal so... Max eine Stunde geht noch. Wir nachher noch ein bisschen was vorbereiten müssen. Können noch kurz Besuch. Nussecken mit lecker Senf. Oh, jetzt wird's aber... Jetzt wird's eklig. Ich hab eigentlich nur drauf gewartet. Hast gerade die Moskito bei mir gesehen. Hab ein schönes Bild gebaut. Mag aber nicht damit in die Öffentlichkeit gehen. Schäme mich. Was? Wieso? Geil. Ich finde sie halt, ich finde sie von der Idee eigentlich ganz nice, aber die Umsetzung ist irgendwie nicht so doll von der Waffe. Das könnte man mehr machen. Aber... Oh. Lass mich da gerne... Lass mich da gerne inspirieren, ne? Aulak MJ ist sehr geil. Will ich mir nachher mal angucken. Oh, da war schön abgerollt. Na. Ach, der ist zu weit weg. Okay. Der ist viel zu weit weg. Das finde ich auch geil. Du musst halt den Spielstil musst du dir ins Hirn einprägen, dass du das Geschütz hinstellst und am besten kurz Feuer machst und wenn die brennen, machst du das Geschütz aus, damit du ein bisschen länger was davon hast, weil sonst feuert das komplett durch und danach hast du so einen langen Cooldown. So kannst du ein bisschen flexibler. Ah ne, hier. Was geht, ich dich nur einmal oder Sand und ja. So geil, dass ihr die da oben auch abfackelt, ne? Oh. Okay. Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt, dass der Turm von unten die da oben abfackelt. Das ist natürlich auch geil. Das ist geil. Na. Oh. Okay, jetzt ist down. Und noch die neuesten exotischen. Bin vorgestern wieder mit Randoms geklatscht. Schlimmer als Wandertag mit der Kita, sag ich euch. Wo warst du unterwegs? Was hast du gemacht und was hast du gesucht? Ich muss definitiv noch was anderes her. Das Bild ist tatsächlich auf Leggy ist das richtig stark, gell? Das ist halt so ein absolutes Fun-Bild. Ich habe das so beschissen dahingestellt. Ist echt so ein geiles Fun-Bild, aber auf legendär, besonders hier District Union und an Stellen, wo sich das richtig schön zusammenballt, ne? Ist das der absolute Macht. Da. Oh. Ja. Nur bei Dicken hat es nichts zu melden. Das muss man tatsächlich auch sagen. Bei dicken oder hier bei, ja, bei dicken Bossen nichts zu melden. Weil die Maschinen halt auch einfach weiter. Und da reicht der Waffenschaden halt einfach nicht aus, ne? Ja. Oh. Nein! Ah, ich dachte, der brennt noch. Muss noch einkaufen gehen mit meiner Madame und dem Zwerg. Wer sich auskennt, weiß, dass ich es niemals unter einer Stunde schaffen würde. Schade. Ja, ich fühle dich. Ich glaube, wir fühlen dich alle. Ich glaube, das tun wir alle. Ja, ich müsste eigentlich was holen, was schnell wieder da ist. Relativ, das heißt... Haben wir das Glühwürmchen oder hier einfach das for fun, die Minchen, ne? So. Wurde der gerade aufgerafft oder warum hat warum ist der Wüter aktiv? Bin ein bisschen verwirrt. So, und da ist tatsächlich geil, ne? Du musst ja, die brennen so lange, dass das wirklich einmal reicht, wenn du einmal kurz drückst, dass das Geschütz hier zweimal so einen Spin machen. Und die Fackeln lange genug, dass du sie auseinandernehmen kannst. Ach, schon lustig. Wow. Da, guck. Sagt, der brennt nicht mehr? Ja, ist kein Problem. Na? Aber verlierst dann halt sofort. Das ist jetzt hier. In dem Fall muss ich los. Aber das ist der Kontrollpunkt eh speziell. Die kommen immer, wenn du am Verteidigen bist und die kommen von jeder Ecke. Dann, du hast hier kaum gute Deckung, weil du überall angeballert wirst. Und die laufen halt einfach nicht zum Kontrollpunkt. Die hängen sich überall anders auf. Oh. Jo, was geht da oben? Warte, Kass. Dennis Steinhäuser hat den Kanal abonniert. Dennis Steinhäuser, vielen lieben Dank. Na, moin Heiko Jack, na? Wie geht's dir? Niklas Nies hat den Kanal abonniert. Oh! Und Niklas auch, danke an dich. Okay. Steht immer noch dahin rum, gell? Ach, okay, das ist gut. Macht seinen Job, das ist gut. Aber ihr seht halt, gell? Je offener, desto... Oh fuck, und jetzt habe ich es nicht ready. Ja, ich bin so ein Dummkopf. Jetzt hätte ich es stehen lassen sollen. Ne, je weitläufiger das ist, desto ineffektiver ist das Bild natürlich, ne? Aber jetzt, wenn wir Glück haben... Was machst du auf dem Boden? Moment, Moment, Moment! Vielleicht der Bauer nur genäht. Nein! Bin endlich zu Hause, okay. Brauchen wir eine Hilfe. Das war geil jetzt. Ja, du kannst in den Channel kannst du einfach rein, ne? Weißt du ja. In den Channel kannst du aber reinhüpfen. Oh oh. Also war klar. Das sah auf jeden Fall geil aus jetzt hier. Das war auch schon immer so, ne? Wenn zwei Spieler auf eine Position in Deckung gehen wollen, das ist doch bei NPCs so, dann schubst du dich immer gegenseitig wieder raus und dann, in dem Fall, kriegst du schön an die Schnauze. Wo ist man ja sieht da. Okay. Sitze im Wohnzimmer, keine Ahnung wie das geht, Discord auf PS5. Mit dem Handy kannst du, ach, das hast du das beim letzten Mal gemacht, dich mit dem Handy auch verbunden? Ach, jetzt sind wir, ja. War natürlich beide jetzt nicht mehr da. Okay. Was Tempo? Oh. Oh oh. Kommt der will hier hoch, gell? Gute! Okay, Moment. Hol euch. Jetzt bleibe ich hier oben. Wäre mit Eclipse bestimmt geil, das Vollgeschütz. Ja, ja. Ja. Das wäre aber, ich gehe stark davon aus, dass das Ganze sogar zu heftig wäre. Wenn das gehen würde. Okay. Hat schon gereicht hier. Hm. Na komm. Was ist los? Geil. Ah, ich wollte schon gerade sagen. Stellt euch vor, das wäre der beste Loot, den ihr jemals hättet bekommen können. Du kommst aber nicht dran. So. Aber Jassi, ansonsten mache ich gerade haben wir nicht noch eine Party? Ach, guck mal hier. Guck mal hier, die Party. Dann kommst du da rein. Oder gehen wir hier weiter? Na komm, wir gehen hier weiter. Hallo? Hallo? Ich hab, ich hab nur die Party gestartet, weil ich mit Jassi eigentlich schwätzen wollte. Das war die letzte Party, die wir offen hatten. Und dann verschickt, so. Ja, ja, und dann verschickt er ja automatisch an alles, alle, die vorher drin waren, Nachrichten. Okay. Slowjack, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ja. Ach, streams nebenbei? Ja, ja. Bin gerade dran, ja, ja. Hallo, hallo? Ah, hallo, da ist sie! Ja, aber noch übers Handy gerade, aber ich höre euch. Warum höre ich euch auf meiner Blazy? Wie? Da musst du es umstellen in den normalen Einstellungen von die Ein- und Ausgabe, Audio Ein- und Ausgabe. Weißt du? Keine Ahnung, ey, ich sollte öfter an meine Playstation gehen, ehrlich. Ja, ist so. Ja, ehrlich, sehe ich genauso. Du verlernst einfach alles. Es ist zum Kotzen. Alte Frauen so, gell? Ey! Ich hol gerade mal meine Kopfhörer, warte mal. Mhm. Bleib mal da. Aber chill da hinten. Das bringt zwar eh nichts, weil ich euch auf der PS trotzdem nicht höre. Wie? Naja, ich müsste ja mit dem Kopfhörer mit dem Handy verbinden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Discord und der Playstation. Ne, 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 ne. Für den Discord ist das eigentlich ganz einfach. Emotional Damage, ja. Ist so. Ich bin doch gerade ganz allein. Komm nicht nach. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja. Discord. Du kannst über Dingens kannst ja ganz normal über die PlayStation Party machen. Wie jetzt. Steckst du einfach das Headset in den Controller. Mhm. Dann geht das, Jassi. Dann sollte der sich auch eigentlich, wenn die Einstellungen so sind, aber automatisch, sollte der sich automatisch umstellen. Beziehungsweise müsstest du dann komplette Audio über Kopfhörer wiedergeben. So ist die Einstellung, glaube ich. Irgendwie sowas. Hier steht's mit Black. Mein Feitbolzen! Gute! Servus! Na, wie geht's dir? Ja, aber ich habe doch den Discord-Kanal nicht auf der Playstation. Nee, nee, nee. Das mit Discord ist anders. Du musst quasi mit dem Handy Discord dann öffnen und bekommst dann, wenn du Discord mit der Playstation zusammen verbunden hast, auf der Playstation selbst kannst du das machen, kriegst du dann auf der Handy-App angezeigt, den Channel, also wenn du auf einen Channel gehst, dich quasi mit der PS5 da rein zu verbinden. So geht das. Das musst du, ja. Ich habe das halt am Anfang ein paar Mal gemacht zu Vorstellungszwecken, um zu gucken, ob es wie funktioniert. Aber wenn du halt einen Rechner hast, brauchst du das nicht. Dann klickst du dich halt einfach rein und gut ist, ne? Ja, genau. Ja, deswegen Rechner geht das. Aber ich bin ja halt nicht am Rechner. Network verbinden, dann ist es gleich automatisch. Ich traue meinem kleinen Hundi hier noch nicht, weißt du? Achso. So, ich probier's jetzt mal. PS5. Ah, das macht er auf Beta. Okay. Melden Sie sich mit Link an. Discord ist aber verknüpft tatsächlich. Discord ist verknüpft. Ja, guck. Da musst du normalerweise, wenn du dann jetzt das Handy rausholst und bist bei uns im Discord-Channel und suchst dir da mal, ja, suchst dir da einen Channel aus und dann. Ja. Ach, du bist drin. Ja? Ich bin drin. So. Ach, ich höre dich über den Dizzy. Ja, aber das über mein Handy. Hörst mich? Okay. Ich bin jetzt, hab's jetzt bestätigt, aber kommt nichts. Aber eine PSN-Party höre ich dich jetzt nicht, Jassi, gell? Bin ich jetzt nur über den Discord. Ja, dann klappt das doch. Ja, weil ich mein Handy habe, weil es übers Handy gerade läuft, ohne Kopfhörer aber. Ja, aber normalerweise müsste dann da noch eine Option sein, wo dir die, quasi die PS5, die ich da reinschickt, in den PSN-Channel, in den Discord-Channel, weißt du? Direkt über die PSN. Ich kenne den 100%igen Ablauf aus dem Kopf, ich müsste jetzt selbst nochmal mein Video gucken, aber das, sollte so normal gehen eigentlich. Ja, wir hatten es auch mal eingestellt, das weiß ich, aber... Ja. Ich weiß nicht mehr wie. Ich verlasse mal ganz kurz hier die Party und gucke ich nochmal. Ein Kanal ist voll. Naja, ist gut. Okay. Sprachchat beitreten. So, ja. Ich höre euch nicht trotz Headset. Ja, das ist normal KS. Den Ingame-Voice habe ich persönlich immer aus eigentlich. Wenn dann nur entweder PSN-Party oder halt Dizzy, ne? Da kriegen wir schon irgendwie hin, da muss Dingens klappen. Dann sag ich mal, Diagnostics, bis later mal. Ja, genau. Wir schwätzen, gell? Jo. Jo, bis denne. Tschüss. Tschüss. Ja, Brooks Heckmann, yes, now. Wie viel, gell? Famous Alarm, ist so. Direkt weg mit dem Schmutz. Haben wir lange nicht gekriegt, so Nachricht, ne? Ich mal ein paar Follower kaufen, so 100 Millionen. Mindestens. Damit sich das lohnt. Wenn du 100 Millionen Follower hast und 3 Zuschauer. GG! Ja, deswegen. KS, guck mal. Was die, wo ist die neue Exo? Ja. Da ist halt die neue Exo. Die Hollow Man. Also entweder ist Yassi auf den Controller gekommen. Oder der ist runtergefallen. Oder der liegt hier auf dem Dingens. Da. Auf dem Oberschenkel. Da passiert, wenn ich den ablege durch die Pedals unten, dann ist dann, dass er auch manchmal Dinge macht. Da. Ah, okay. So. Jassi, komm rein hier in Dizzy. Komm rein in die Dizzy, ja. Waren wir jetzt richtig da? Ah ja, jetzt waren wir richtig. Okay. Na komm, let's go. Die letzte halbe Stündchen noch mitnehme. Guten Abend, Sam, moin Bindelbomber. Na, alles gut? Wie geht's dir? Ja, hey, extra für euch. So. Alles super, Wochenende. Ja, gell? Und dann noch schönes Wetter. Guck mal, die lassen mich eiskalt allein dahin. Die lassen mich eiskalt allein. Wow. Ja, weil sowas ist natürlich geil, ne? Was wollt denn? Vielen Dank. Mach weiter, Des Arno. Ich danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Dass da nichts aufpoppt. Da sollte mal was aufpoppen. Ich verstehe das manchmal nicht. Immer stimmt immer mit PC nicht. Oh. Was ist das denn? Ah. Diese Geräuschkulisse, die die machen, wenn die brennen, ist einfach mega. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Geh mal heim, was ist hier los gerade? Ralf, so wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ralf, da wünsche ich dir auch. Danke dir, gell? Schön, dass du da warst. Viel Späßchen an dem schönen Wetter am Wochenende. Okay, habe ich zu vergessen zu sagen, über die Maske kannst du das Set ändern, so wie ich dir gesendet habe, ist das ein Support-Healer-Bill. Okay. Sehr nice. Das Geschütz ist schon geil. Oh, oh, kein Platz für mich. Oh, warte. Das hier hat mir den Platz hier geklaut. Ich wollte hier hin. Die Deckung. Ach, guck mal her. Okay, kommt der Rest doch von hinten? Ja, so. Wie ein Helldivers. Schön die Bugs wegmachen. Beim Flammenwerfer. Wie schmeckt das Essen, Nunu? Ja. Oh, ne. Ja. Richtig gut, danke der Nachfrage. Oh, Agents! Fuck. Wir haben 4 Rogues. Oh. Oh, nicht gut. Oh, guck mal den ersten, der schön am Fackeln ist. Jetzt oben in abhaut. Nice. Okay, Turret ist weg. Alles geheilt. Wenigstens haben sie die Agents gefixt, ne? Oh. Die waren ja vorher auf Story-Modus. Die haben jetzt wenigstens anständig, ich habe jetzt wieder einen anständigen Schwierigkeitsgrad. Wow. Wow, der Sniper-Turret. Drecksau. Die Randoms sind schon wieder die reinste Bratkotze bald echt im Strahl. Ach, herrlich. Hoch die Hände, Wochenende die Lunge. Ja, gell. Kann man machen. Wir sind Sascha, hast du frei? Ich bin heute mit den, wo ich da das eine Kind nach Hause gefahren habe, habe ich in der Nähe von McDonald's, habe ich die, habe ich Sascha und Tanja getroffen. Die waren im Auto direkt neben mir. War auf dem Weg in die Stadt, bis ich shoppe. Oder ob noch bis Sonntag, Montag geht's weiter. Ah, ist wie das ist, gell? Hast du die Fritten rübergereicht? Apropos Auto, ja, seit 3 Wochen wissen wir auch da nichts, ne? Wie gesagt, da ist immer noch, Hybrid-Stand. Keine Ahnung. Aber das, ja, ist echt crazy. Das ist richtig crazy. Aber das ist halt im Moment auch nicht das Wichtigste, gell? Bei dem ganzen anderen Scheiß. Aber ist wie das ist. Wäre trotzdem schon nice, mal zu sehen, in welche Richtung das Ganze geht, gell? Ja. Mal gucken. Oh, da war eine Exo-Komponente dabei. Das ist tatsächlich ganz nice. Komm her. Kriegt die Ansage, dass wir noch einen machen können. Was machen wir? Ja, machen wir hier. Okay. Einer geht noch und dann muss ich erstmal raus. Ihr müsst ja auch gucken, wie mit dem Mistbock danach weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Pass auf, die kommen euch entgegen, entweder mit einem Austauschmotor auf Kulanz oder mit einem Hammerangebot für den jetzigen. Ja, wie gesagt, ich behalte den hier mit Kusshand. Ne? Also der hat ja wirklich alles drin. Also das ist ja echt krass. Außer Panorama tatsächlich so gerne, aber der ist halt out of budget, gell? Also muss mal, lassen wir uns überraschen, was da kommt. Mach gerade die Dailies und danach will ich mal schauen, ob wir dann noch 1 bis 3 entspannte Läufe Paradies finden. Sean, wenn du früher bis die Zeit gehabt hättest, wäre ich auch gerne mitgelaufen. Ne? Also ich weiß nicht, wie spontan am Wochenende aussieht, am Montag auf jeden Fall. Mal kurz, auf jeden Fall vormittags, meine Frau hat Geburtstag am Montag. Wenn nicht Dienstag. Aber könnte man halt auch gerne mal einstreuen, ne? Könnte man gerne mal einstreuen. Nervt mich das mit dem Sprachchat. Ja, ich weiß ja, sie. Aber es ist eigentlich, wie gesagt, ich schick dir mal was gleich. Und dann probierst du das mal bitte aus. Das muss ja funktionieren. Ich schicke dir die Bilder von meinem Panoramadach, wenn ich ihn habe. Ja, mach das. Oh, nein. Oh. Ich höre dich über die PS5, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, wenn du hier, Jassi, guck mal. Wenn du hier in die Einstellungen gehst und dann ganz normal, also jetzt mal nur so performer gesagt, wenn du in Ton gehst und dann hier bei Eingabegerät und Ausgabegerät guckst, dass da, je nachdem, wenn du jetzt im Wohnzimmer sitzt, hast du das am Dingens angeklemmt, am Controller, das Headset, dann stellst du das ein entsprechend und dann stellst du hier, warte, Audioausgabe, ja, bei Kopfhörer kannst du gesamte Audio machen oder Sprachchat-Audio. Sprachchat-Audio ist halt wirklich nur der PSN-Party-Chat, aber das hast du halt am PC über die GoXLR, ne? Das Gesamtaudio. Nur den Sprachchat. So. Gesamte Audio machst du, wenn du jetzt gechillt im Wohnzimmer bist und hast nur am Controller, weil dann hörst du Chat und Spiel gleichzeitig über das Headset. Probier das mal aus, so als Workaround. Okay. So, da ist er wieder. Ah, da ist er wieder. Ich muss mal eben sagen, ich habe noch die Hälfte hier stehen. Ach so, ja, so viel. Ja, ist reichlich. Okay, gut. Ja. Aber schon grad gesagt, der ist echt gut, der ist echt lecker. Okay, super. Wie gesagt, aber einen Kontrollpunkt könnte ich noch machen und dann muss ich erstmal auf Fort. Okay, dann lad mal wieder rein da. Standort unbekannt. Au. Au. Ey, was wie? Sanu hat dich eingeladen. Wieso kriege ich denn jetzt hier nichts? Moment. Was in-game glaube ich noch nicht. Noch nicht da, oder? Doch? Alle bei Traden. Safe? Nö. Jetzt müsste was. Okay. Baby? Ja? Also. Baby! Ah. Ja, ja. So, Attacke. Kira, komm schnell her. Komm mal hin. Kira. Komm mal her. Komm mal hin. Ah, du hast Besuch hinter dir. Ja, oh! Ich seh nix. Dunkel. Okay. Wer haut hier Yassi um? Ist so, Frechheit. Wo ist sie? Yassi, wo bist du? Ja, wir haben sie. Ab sofort bin ich Pizzabäcker, wünsche noch einen erfolgreichen, lootreichen Abend. Liebe Grüße, Sie und Baba. Friendem, danke dir mal lieber. Und viel Spaß beim Backen. Pizzabäcker. Da bring mal eine runter. Ja. Eine Pizza auf Nacken, ne? Schön Fackelmuni. Oh, sehr schön. Wow. Guck mal, der, achso, ich wollte schon gerade sagen, der Dingens liegt da, aber der hebt mich nicht auf. Messi? Dieser. Dieser scheiß Kontrollpunkt ist das, alles klar. Au. War geil. Schieß einfach wie so ein Bekloppter und dann fällst du instant um. Ich hab's auch gelegt. Mich hat's gelegt. Das war so hart. Der Impact war so hart, dass Yassi sogar direkt disconnected hat. Delta, siehst du? Wow. Kann ich dich mal was fragen? Immer, Tommy. Raus damit. Hol dich, Daniel. So soll es. Yes, Messi. Nuss eng forever. Auf jeden Fall. Messi. Mhm. Alter, wo sind die? Oh. Hä? Ach komm, so. Den habe ich nicht gesehen. Der war da gegenüber auf dem anderen Geländer. Ah, ich sehe ihn gerade. Hm? Es gab ein bisschen der... ich revanchiere mich. Ja. Oh. Hättest du uns beim Offi neu starten können. Ja, jetzt revanchiere ich mich. Oh. Dankeschön. Yes. Kann man mit dir auch mitspielen oder geht das nicht? Natürlich. Klar. Hast du gesagt, wenn Platz ist, immer, Tommy. Immer. Wenn er auf der PlayStation spielt, geht das immer? Ja, genau. Ja, und natürlich, PlayStation ist halt Voraussetzung, da wir leider kein Crossplay haben, ne? Aber es immer. Wenn Platz ist, immer. Außer das ist halt ein spezielles Event, wo wir immer da machen sind und so, aber in der Regel, renne ich allein rum und dann habe ich 3 Plätze frei. Ja? Wer immer Zeit und Bock hat, kann dann joinen. Oh. Wer brennt denn da? Ich. Ach, hier, ist das Special Money. Ja, die brennt auch. Ah. Ja, wir spielen alle auf der PS5. Ja, ja. Passt perfekt. Off! Was war das denn? Der Attentäter. Ja, ja. Was kommt da denn für eine Welle raus? Ja, ja. Geil war Attentäter. Ja, Tommy, mach mal Ausrufezeichen PSN. Und dann kriegst du meine PSN-ID und dann einfach adden. Keine falsche Scheu. Ich hab schon. Oh, Messi. Oh. Oh. Oh, fuck. Mann, sind die penetrant, ey. Krass, gell? Heidewitzka. Hm. Wow. Oh, Flemli, aua. Hm. Oh. Raus aus der Deckung. Na. Oh, von der anderen Seite kommt eine ganze Meute. Ich bin dann von der alten Schule erst höflich fragen. Alles gut. Aua. Alles gut. Ey. Oh ja, die haben schön durchgepusht, ey. Mhm. Langwerfer. Fuck. Ja. Die Spezialmuni rafft mich immer weg. Ja. Aber Spezialmuni finde ich eine Direktive, die ja, schön. Finde ich tatsächlich eine der besseren Direktiven, ne? Die auch den Schwierigkeitsgrad, die cool ist. Und du selbst einfach ein bisschen mehr drauf aufpassen musst und die trotzdem den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen anhebt noch. Jupp. Oh, dankeschön. Nicht wie die anderen, manche von denen sind echt kurz, finde ich. Ja. Komm mal wieder am Tanzen ist. Also. Ja, passend. Puh. Ich habe noch meine halbe Schale hier liegen und ich bin Pappe. Schutz vor Elite-Gegnern, 12er. Die gibt's ja wie Sand am Meer. Sogar beim letzten Mal zu kaufen. Tatsächlich vor ein paar Wochen, ne? Ein 12er. Ja, die gibt's öfter mal. Irgendwann mal ein 13er zu kaufen gäbe, dann hätten wir alle zusammen im Kollektiv das Game durchgespielt. Das. Ja, aber Godroll-Mod zu kaufen, ja, gab's glaube ich noch nie. Wenn hätte ich wüsste, tatsächlich. Das höchste, was mal war, war eine 5-9er Chance zu kaufen. Das weiß ich noch. Ja. Die 13 sind nicht mit dich bestimmt. Richtig, gemein. Richtige Agents sind im Besitz von 13ern. Ja, guck mal, wie sie jetzt alle, guck mal hier, wie sie jetzt alle abdrücken. Dafür entlasse ich euch jetzt am Wochenende, so, Feierabend. Kommt Alex gleich nach Hause oder was? Oder ist sie schon da? Nee, die ist hier, ist die Woche daheim. Mm. Besser ist das, ja. So, machen wir gerade mal hier Schluss. Hat sie Sonderurlaub bekommen? Ne, normal hat sie normalen Urlaub gehabt, aber das haben wir ein bisschen umgemodelt jetzt, weil das geht dann nicht so. Ja. Tolle. Ja. Ihr Lieben. Hellkrecke_4K hat gerade mit einem Zuschauern geredet. Marlene ist besser. Hellcrack, moin. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Kommst natürlich genau zur Abmoderation. Vielen Dank für den Follow, by the way. Drück Alex ganz fest von uns, mach ich sowieso. Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank für den Support, wie immer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sollten wir uns nicht mehr hören, eventuell, ja, eventuell spontan geht halt, wenn immer, wenn irgendwie Zeit ist, ne? So. Ansonsten, wenn nicht, schönes Wochenende, genießt das schöne Wetter, soll wohl richtig nice werden, morgen übermorgen, ich hoffe, da wird ein bisschen was. Und ja, gehabt euch wohl, gell? So, bis dahin. Haut rein. Tschüss, Leute. Wiedersehen. Adios, amigo. So, tschüss, YouTube. Danke auch schon. Danke auch an euch. So, geht man zum Sprachtherapeuten. Jojo. Und bis dahin, gell? Tschüss. Danke.